So, Freunde, Thema Lage von zwei Geraden, Teil 2 in diesem Video. Ja, wir haben im vorherigen Video die zwei Fälle unterschieden von 4. Wir haben gesagt, bei der Lage zwischen zwei Geraden unterscheiden wir 4 Fälle. Ja. Wir haben davor die Lage betrachtet, wenn sie parallel sind, die Geraden, ja, parallel verlaufen und oder wenn sie eben identisch verlaufen, ja, die zwei Fälle. Und in diesem Video schauen wir uns an, es gibt eben noch die Möglichkeit, dass die Geraden sich in einem gemeinsamen Punkt schneiden, ja, hier in einem gemeinsamen Schnittpunkt. Oder es gibt noch die Möglichkeit, dass eben die beiden Geraden windschief zueinander verlaufen. Das bedeutet, sie sind nicht parallel, ja, sie verlaufen nicht in die gleiche Richtung, aber sie schneiden sich auch nicht in einem Punkt. Also es gibt einen gewissen Höhenunterschied zwischen diesen Geraden. Ja, den habe ich hier mal mit dieser Strecke eingezeichnet, mit diesen beiden rechten Winkeln zu jeweils der Gerade G und H. Die werden sich niemals schneiden. Ja? Dann ist eine, liegt eben diese Lage der windschiefen Geraden vor. Wir betrachten das mal an Beispielen wieder, ja, wie man rechnerisch herausbekommt, ob sie sich zum Beispiel schneiden oder windschief sind, die beiden Geraden. Wir fangen direkt an. In der ersten im ersten Beispiel ist hier die Frage, wie ist die Lage der beiden Geraden G in dieser Parameterform und der Geraden H in dieser Parameterform? Ja? Als allererstes wollen wir erstmal rausfinden, ob diese Geraden G und H vielleicht parallel sind. Ja, weil das können wir ja sehr schnell rauslesen, wenn wir diese Parameterform gegeben haben. Nämlich, wir haben gesagt, wann sind Geraden parallel zueinander? Wenn sie in dieselbe Richtung verlaufen, das heißt, der Richtungsvektor sind, die Richtungsvektoren sind Vielfache voneinander. Dementsprechend betrachten wir jetzt einmal hier diesen Richtungsvektor von G, das ist der 3, 4, 1 und den Richtungsvektor von H, der hier nämlich 1, 0, 1. Und jetzt schauen wir mal, hey, sind es irgendwie Vielfache voneinander? Kann ich irgendwie einen Vektor mit einem Faktor multiplizieren, um auf den anderen zu kommen? Und ich sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel hier 1 mal 3 nehme, dann komme ich hier auf die 3. Wenn ich 0 mal 3 nehme, bleibt es bei 0. Aber hier ist die x2-Koordinate 4. Wir sehen also keine Vielfache, ja, dieser beiden Vektoren. Das heißt, sie sind schon mal nicht parallel und dadurch können sie auch nicht identisch sein. Ja. Jetzt ist eben zu unterscheiden, wir müssen noch herausfinden, jetzt gibt es die Möglichkeit einmal, dass sie sich schneiden in einem gemeinsamen Schnittpunkt oder eben, dass sie windschief zueinander verlaufen, ja, in einem gewissen Abstand, also keine gemeinsamen Punkte haben. Dafür gehen wir jetzt im zweiten Schritt folgendermaßen vor, und zwar setzen wir die Geraden gleich, und zwar diese Parameterform gleich diese Parameterform, ja, um dann, wir haben dann so ein Gleichungssystem aus drei Gleichungen, ja, man betrachtet das dann zeilenweise, haben wir dann eben drei Gleichungen mit den Parametern T und S, nach denen wir dann auflösen, und wenn wir überall in jeder Zeile, in jeder Gleichung die gleichen Werte für T und S rausbekommen, sozusagen, dann wissen wir, liegt ein gemeinsamer Punkt vor, ja, ein Schnittpunkt, und wenn das eben nicht der Fall ist, dann sind sie windschief, und das betrachten wir jetzt hier mal an diesem Beispiel. Wir setzen also im zweiten Schritt hier die Gerade G mit der Gerade H gleich, also diese beiden Parameterformen. Das machen wir mal direkt. Also das wäre dann 0, 1, 2 plus T mal 3, 4, 1. Ist gleich, so, und jetzt setzen wir hier die gleich eben der Gerade H dieser Parameterform, also ist gleich 3, 9, 1 plus S mal 1, 0, 1. So, und hieraus ergeben sich jetzt eben zeilenweise drei Gleichungen, ja, jeweils für die x1, x2 und x3 Koordinate sozusagen. Die schreiben wir jetzt hier mal auf. Also als erstes haben wir hier 0 plus 3 mal t ist 3t, ist gleich 3 plus s mal 1 ist s, also ist gleich 3 plus s. So, zweite Zeile wäre dann 1 plus t mal 4 ist 1 plus 4t.
ist gleich, hier die zweite Zeile, 9 plus s mal 0. S mal 0 ist 0, also ist gleich 9. Und als dritte Zeile steht dann da 2 plus t mal 1 ist 2 plus t. Ist gleich 1 plus s mal 1 ist gleich 1 plus s. So, und jetzt lösen wir mit Hilfe von zwei Gleichungen, völlig egal welche, ich nehme da jetzt einfach mal die ersten beiden Gleichungen. Mit Hilfe von den zwei Gleichungen löse ich jetzt nach t und nach s auf. Ja, wir brauchen ja nur zwei Gleichungen, um nach zwei Variablen aufzulösen. Und die Werte, die wir dann da rausbekommen aus diesen zwei Gleichungen, die werden dann zur Überprüfung, ganz wichtig, in die dritte Gleichung eingesetzt am Ende. Und wenn hier die Gleichung korrekt ist, haben sie einen gemeinsamen Schnittpunkt, diese beiden Geraden. Und wenn diese Gleichung hier dann nicht korrekt ist, dann sind sie windschief. Ja? Relativ einfach. So, wir können jetzt entweder das Einsetzungsverfahren anwenden oder man kann hier auch, sehen wir in der zweiten Zeile, direkt nach t auflösen. Das ist sehr angenehm, das machen wir. Wir holen einmal die minus 1 hier rüber. Ja, dann ist hier die 1 weg. Hier drüben steht dann eine 9 minus 1 ist 8. So, und 4t ist gleich 8. Dann teilen wir hier mal durch 4. Dann steht da nämlich, oder dann erhalten wir direkt t gleich 4, 8 durch 4 ist 2. So, und wenn wir jetzt dieses t gleich 2 hier oben einsetzen, ja, dann erhalten wir ja hier oben, also wir setzen hier mal t gleich 2 ein. 3 mal 2, ja, t ist ja 2, 3 mal 2 ist also 6, ist gleich 3 plus s. Hier rechnen wir das s ja, direkt aus, indem wir die 3 rüberholen, minus 3. Und dann erhalten wir hier direkt s ist gleich 6 minus 3 und das ist 3. S gleich 3. So, um jetzt eben unsere Parameter hier, die wir ausgerechnet haben, zu überprüfen, ob sie eben für alle Gleichungen richtig sind. Das ist ganz wichtig, die Überprüfung, ja, weil die sagt nämlich jetzt aus, ob sie eben sich schneiden, diese Geraden oder nicht. Setzen wir jetzt eben unser berechnetes t und s, das wir mit Hilfe von diesen beiden Gleichungen berechnet haben, in die dritte Gleichung ein, die wir nicht berücksichtigt haben. Und wenn hier die Gleichung stimmt, dann haben unsere Geraden einen gemeinsamen Schnittpunkt. Wenn diese Gleichung nicht stimmt, dann sind sie windschief. Schauen wir mal, wir setzen hier 2 plus t ein. Naja, was steht dann da? 2 plus 2 ist 4, ist gleich 1 plus s, s ist gleich 3, 1 plus 3 ist 4. Voila, wir haben einen Schnittpunkt. Ja? Also Schnittpunkt. Wie finden wir jetzt diesen Schnittpunkt raus, die Koordinaten, ja, von diesem Schnittpunkt? Und zwar können wir uns entscheiden, ob wir entweder t in unsere Gerade g einsetzen, hier, und den Punkt ausrechnen, das ist der Schnittpunkt, oder man kann auch den Parameter s gleich 3 in die Gerade h einsetzen und dann kommt man auf den gleichen Punkt. Ja? Die schneiden sich an einem Punkt und beide Geraden beinhalten diesen Schnittpunkt. Dementsprechend ist es völlig egal, ob ich s hier einsetze oder t hier. Wir kommen immer auf den gleichen Punkt. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für t gleich 2 in g. Machen wir mal direkt t gleich 2 in g und dann kriegen wir nämlich unsere Koordinaten raus für den Schnittpunkt. Also 0, 1, 2 plus, ja, ich habe hier extra nochmal einen dritten Punkt aufgemacht dafür. Ja. Seht ihr? Da war ich jetzt ein bisschen vorschnell. Also, da haben wir schön Platz. 0, 1, 3, 2. 0, 1, 2 plus 2 mal 3, 4, 1. Ja, das ist einfach t gleich 2 eben in diese Gerade g eingesetzt und erhalten wir den Schnittpunkt 0 plus 2 mal 3 ist 0 plus 6. 6, 1 plus 2 mal 4, 1 plus 8 ist 9 und 2 plus 2 mal 1 ist 4. Ja, dementsprechend Schnittpunkt mit den Koordinaten 6, 9, 4. Voilà. So,
Kommen wir zum zweiten Beispiel. Hier betrachten wir jetzt die Lage zwischen den beiden Geraden G und H, ja, die wir in dieser Parameterform vorliegen haben. Wir gehen wieder gleich vor. Wir schauen erstmal, hey, sind die möglicherweise parallel zueinander? Dafür betrachten wir jetzt im allerersten Schritt die Richtungsvektoren von G, nämlich diese beiden. Und man sieht eigentlich direkt, die sind keine Vielfache voneinander. Ja? Hier müsste ich ja mal 2 nehmen in der x1-Koordinate, um auf diesen Wert zu kommen. Aber wenn ich jetzt minus 3 mal 2 nehme, dann bekomme ich minus 6 raus, ist nicht 7. Also keine Vielfache vorhanden. Geraden sind nicht parallel, das heißt, sie sind auch nicht identisch. Ja? Weil da müssten sie auch parallel sein. Entweder schneiden sie sich oder sie sind windschief. Überprüfen wir wieder gleich, indem wir eben diese beiden Geradengleichen gleichsetzen. Das machen wir mal direkt. 4 minus 1... 2 plus t mal 2, 7, 1 ist gleich 0 plus 0 minus 2, 3 plus s mal 1 minus 3, 3. Wir erhalten jetzt eben wieder drei Gleichungen, ja, zeilenweise. Das wäre dann 4 plus 2 mal t. 4 plus 2t ist das, ist gleich 0 plus s mal 1, ist dann einfach s. Zweite Gleichung ist minus 1 plus t mal 7, also minus 1. Minus 1 plus 7t ist gleich minus 2 plus s mal minus 3 ist dann minus 2 minus 3s. Und unten haben wir dann 2 plus t mal 1 ist 2 plus t ist gleich 3 plus s mal 3 ist gleich 3 plus 3s. So. Hier sehen wir jetzt, können wir nicht direkt wie hier oben nach einer Variablen auflösen, sondern wir brauchen diesmal das Einsetzungsverfahren. Das heißt, wir lösen eine Gleichung nach einer Variablen auf. Das haben wir hier schon günstigerweise direkt vorhanden, ja, in der ersten Gleichung, nämlich s ist gleich dieser Term. Einsetzungsverfahren bedeutet, wir setzen dieses s in entweder die zweite oder die dritte ein. Wir nehmen jetzt einfach mal die zweite. Also hier setzen wir s ein, ja, s einsetzen. Und was erhalten wir dann hier? Minus 1 plus 7t ist gleich minus 2 minus 3 mal. So, und hier setzen wir jetzt eben unser s ein bei 3s, genau. Also s ist 4 plus 2t. Minus 3 mal 4 plus 2t. So, hier können wir jetzt diese Gleichung, sehen wir, die können wir nach t auflösen, weil wir nur noch den Parameter t hier vorhanden haben. Ja? Das heißt, was machen wir jetzt mal, um nach t aufzulösen? Wir bringen die minus 2 mal hier rüber. Oder noch besser, wir tun erstmal hier ausmultiplizieren. Das heißt, wir machen hier minus 1 plus 7t ist gleich minus 2. Minus 3 mal 4 ist minus 12. Minus 3 mal 2t ist minus 6t. So, und jetzt können wir hier eben einmal unser t auf eine Seite bringen. Wir rechnen zum Beispiel plus 6t. Plus 6t und bringen noch hier die 6t hier rüber. Die 1 bringen wir dann auf die Seite rüber. Das heißt, wir rechnen noch plus 6t plus 1. Ja, wir rechnen hier also plus 1 noch, ja, dass wir einfach direkt t und die Zahl, die t, die wir ausrechnen wollen, auf einer Seite haben. So, das heißt, 7t plus 6t sind 13t. Ist gleich, ja, wir haben ja hier noch plus 1 gerechnet, das heißt, die minus 1 fällt hier weg, bringen wir hier rüber, minus 2, minus 12 ist minus 14, plus die 1 ist minus 13. So, und um t auszurechnen, teilen wir hier durch 13 und erhalten t gleich minus 1. Minus 13 durch 13 ist minus 1.
Jawohl, und mit diesem t gleich minus 1 können wir jetzt mit unserer ersten Gleichung hier direkt s ausrechnen. Ja, was ist nämlich dann direkt s? Wenn wir hier für t minus 1 einsetzen, dann haben wir 4 plus 2 mal minus 1. 2 mal minus 1 ist minus 2, 4 minus 2 ist 2. Also s ist gleich 2. Jetzt wollen wir eben ganz wichtig überprüfen mit dieser dritten Gleichung, die wir nicht verwendet haben, ja, die haben wir nicht berücksichtigt, indem wir hier die Variable t und s ausgerechnet haben mit den ersten zwei Gleichungen. In diese dritte Gleichung setzen wir jetzt einmal t und s ein, das wir gerade berechnet haben. Und wenn die Gleichung korrekt ist, ja, also wenn hier eine wahre Gleichung rauskommt, dann haben wir wie oben wieder einen Schnittpunkt. Und wenn die Gleichung nicht stimmt, dann sind diese beiden Geraden windschief zueinander. Setzen wir einfach mal ein, 2 plus t, also 2 plus t ist minus 1, 2 plus t, also 2 plus minus 1 ist gleich 3 plus 3 mal s, also 3 plus 3 mal 2, ja, s ist ja gleich 2. So, und dann sehen wir hier, 2 minus 1 ist 1. Und 3 plus 3 mal 2, 3 mal 2 ist 6, dementsprechend 3 plus 6 ist 9. Und wir sehen, diese Gleichung stimmt nicht. 1 ist nämlich nicht gleich 9. Und das bedeutet jetzt, dass eben unsere Gerade G windschief zu der Geraden H ist. Ja, sie haben keine gemeinsamen Punkte und sind nicht parallel. Halten wir noch fest, G und H windschief. So, jetzt habt ihr mal einen guten Einblick bekommen, ja, von den vier Fällen, die es eben zu unterscheiden gilt bei der Lage von zwei Geraden und könnt damit umgehen, ja, rechnerisch und das herausfinden, welcher Fall vorliegt.